Hallo liebe Blogfreunde und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft, die vierte Staffel. Wir haben schon lange keinen Minecraft-Part mehr gesehen. Ja, es regnet immer noch draußen. Und ich denke mal, es ist ein relativ guter Zeitpunkt, um beim ersten Haus mal richtig Tamtam hier zu machen, oder? Die Frage ist, haben wir auch genügend Materialien? Nee, haben wir nicht. Shit in der Mitte. Wir haben nicht genügend Materialien. So ein Scheiß. Also brauchen wir da auch nicht anfangen mit Umgraben, dass wir den Boden bauen können. Wir müssen erstmal warten, bis die Bäume ein bisschen nachgewachsen sind. Und ja. Ja, gut. Was machen wir in der Zeit? Das ist eine ziemlich gute Frage. Weil ich meine, hier oben haben wir erstmal einen Raum, der wieder Lagermöglichkeiten dann bietet. Denn irgendwann stehen ja auch mehrere Häuser. Als erstes mal möchte ich informieren, dass Tubania Chronicles im Übrigen in Planung ist. Und wir suchen immer noch Darsteller für Tubania Chronicles, das tolle Roleplay-Projekt auf meinem Kanal. Was ja schon mal gekommen ist und dieses Jahr im Oktober wiederkommt, hoffentlich. Vielleicht sogar schon eher, mal gucken. Und ja. Soweit dazu. Wow, 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 wow. auch wenn es schon einige Tage her ist, aber das aktuelle WM-Ergebnis von Deutschland ist ja nicht gerade berauschend, ne? Also ich sag mal so, wenn die nachher noch gegen Südkorea verlieren, dann bin ich ganz ehrlich, dann wird es mit der WM nichts. Und zwar nicht nur wegen zwei Niederlagen, sondern auch wegen, ihr wisst schon, wegen, jetzt komme ich gerade nicht drauf, wegen, weil wenn sie gegen Südkorea nicht gewinnen, dann können sie auch die anderen Teams nicht besiegen, weil Südkorea ist kein gutes Team, also die sind nicht gut, sage ich jetzt mal. Nach dem, was die 2010 gegen Portugal abgelegt haben, ein 0-7. Aber naja, hoffen wir mal das Beste und hoffen wir, dass Deutschland die nächsten beiden Gruppenspiele gewinnt. Wäre ein bisschen schade, wenn Deutschland schon in der Gruppenphase ausscheidet. Das wäre zu schade. Viel zu schade. Und jetzt habe ich mir keine ausreichenden Eis- und Steinspitzhacken gemacht. Ich dussel. Naja. Aber das kriegen wir hin. Alles kein Problem. Ich gehe dann einfach nachher nochmal welche holen. Ist gar kein Problem. Jetzt wird's, glaube ich, sowieso langsam Nacht. Und wenn es Nacht wird, sollte ich sowieso dann schon tief in der Höhle sein oder in meinem Haus. Ich muss um mein Haus herum. Und schnell ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett. Und hoffen, dass ich auch schlafen darf. Ja, ich darf. Puh, yeah, Jovi McCree, man.
Kommt der gleich einer um die Ecke? Der Brenner da. Da kommt einer, schlagen und weg war er. Ja gut. Was haben wir vergessen? Spitzhacken. Also nee, nee, nee. Haben wir doch die Spitzhacken vergessen. Grrr. Da machen wir einfach mal welche. Dann geht das schon locker, klar. Zack, zack, zack. Ede Mist, es rappelt in der Kiste. So, so und so. Das ist alles unnötig. Dann hier unnötiger Crap. Den wir nicht brauchen, können wir wegmachen. Erstmal hier rein und dann haben wir's. Ich sehe, wir haben immer noch nicht genügend Platz. Die aktuellen Eisenbahnen brauchen wir erstmal nicht. Und die 19 sind auch erstmal gerade aktuell nicht nötig. Und das hier erst recht nicht. Glas brauchen wir da unten auch nicht. Ja, dann hätten wir erstmal alles. Yeah! Vorbereitung geendet. Jetzt geht's endlich wieder los. Es geht wieder unter die Erde. Yeah! Weil diese Spitzhacke macht gleich einen Bückling. Wird nicht lange dauern. Da macht's einen Bückling. Ja, sie hat einen Bückling gemacht. Aber wir haben eine neue. Yeah! Hey, 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 yeah. Aber okay, wir wissen ja alle, wir müssen in die Höhe 12. Oder war es 10? Muss ich nochmal in die Kommentare gucken, was Chris mir da geschrieben hat. Kriegt mal hin. Und da haben wir auch schon Eisen gewonnen. Sehr gut. Ich spüre, das wird sehr ergiebig. Das wird sehr ergiebig. Ja. Ey, nice. Wunderbar. Wunderbar. So, jetzt müssen wir natürlich wieder hoch. Logisch. 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 Oh. So. Und da sind wir wieder. Yeah. Wir landen eh bald da unten. Vom rein logischen her. Schneller als wir denken. Du kriegst die Gicht, was wir gleich am Anfang finden. Ja, ich dachte, du wolltest schon sagen, etwas ungewöhnlich, die Kohle ja so allein zu finden. Aber hier ist noch einiges. Und damit meine ich auch einiges. Meine Güte, Kohle gibt's immer in Mengen, wenn sie einmal vorkommt. Und das ist auch gut so, denn Kohle wird immer gebraucht. Immer. Ja. Ah, ich sehe schon, der Part neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. So, das wär's ja gewesen. Hier können wir jetzt raus. Den Müll stellen wir einfach ab. Und dann geht's ja auch gleich tiefer, yeah. Aber sowas von tiefer.
Wie es mir dachte, da sind wir schon. Und das ist noch nicht mal die Tiefe, die wir jetzt erreichen hier. So, bauen wir das mal so zu, im Großen und Ganzen. Und bauen hier weiter runter. Wir sind jetzt bei Höhe 55. Wir nehmen unterwegs alles mit, was wir sehen. Ja. Yeah. Logisch. Falken brauchen wir ja noch keine. Noch nicht, aber bald. Und ja. Da oben ist unser Haus. Wir sehen unser Haus von hier aus. Ja. Yeah. Haha. Jetzt sagt bloß, wir finden schon wieder Eisen. Und zwar mehr als genug? Naja, es geht. Es geht. Ja, ich baue den einen hier jetzt eh wieder ab, aber trotzdem, was sein muss, muss sein. Und du kriegst die Gischt. Ja, yeah, wieder Eisen. Aber jetzt wird's düster. Hier brauchen wir schon eine Fackel. Ja, ich weiß, manche würden jetzt noch bis zum bitteren Ende die Fackel sparen, aber man kann es auch mal so machen. Okay, Leute, ich würde sagen, das ist erstmal eine gute Stelle für einen Cut. Ich bin FloriM, habe für euch Minecraft Pocket Edition Version 1.4.2 gespielt. Und wir sehen uns im nächsten Video von Minecraft wieder. Wenn der Part euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schreibt unbedingt etwas in die Kommentare. Und vergesst nicht, Leute, sind die Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Bis dann und ciao!